Also, wir begrüßen euch recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz anlässlich vom letzten regulären Spiel morgen. Der FC Superliga Runde 36 gegen den FC Zürich. Infos von mir gibt es uns keine. Nichts Neues, was interessant wäre. Darum bereits die personelle Situation zum Spiel. Gesperrt ist niemand. Verletzt haben wir Sandro Wieser, Koulibaly und Thiago Gomez. Fraglich und krank ist niemand. Und gefördert haben wir auch niemand, weil die gelbe Karte ja eingestrichen wird, dass es keine Sperre in einer auffälligen Barrage gibt. Ja, haben wir dort niemanden, der gefördert ist. Ja, Mario, stark noch gerade. Zürich hat trotz der Niederlage unter der Woche gegen IB den direkten Klassenerhalt vorzeitig können erreichen. Also haben es vorzeitig geschafft. Was erwartest du jetzt morgen noch von ihnen? Das Gefühl ist ein bisschen raus oder würdest du schon einmal probieren, die Vollpace auf den Platz zu bringen? Ja, das erste Mal würden sie sehr mal nach langen, langen Wochen befreit aufspielen können. Was sehr ein Vorteil ist für die Mannschaft, weil sie doch sehr gute Fußballer haben. Und gerade die letzten Wochen geprägt sind von viel Angst, Existenzängste natürlich auch wegen dem Abstieg. Und darum rechnen wir schon damit, dass sie mal offensiv auftreten werden, dass sie befreit aufspielen, dass sie mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen, was noch immer ist. Sind aber doch einige gesperrt, ich glaube drei. Und ja, ich glaube auch der Massimo oder Rizzo oder Trainer möchte natürlich auch die Saison positiv abschließen. Für uns gilt einfach, dass man ja, alles einhauen, dass man zieht, dass bei uns noch mal etwas geht, dass bei uns um alles geht. Jetzt werden die Medaille verteilt und jetzt möchte man natürlich auch den Lohn. Nach dieser langen Saison möchte man natürlich jetzt einfahren. Ja, der ist letzte Woche hast, gegen Servet unter der Woche gefehlt, weil du gesperrt warst. Jetzt bist du wieder zurück. Entsprechend ausgerollt, um morgen nochmals auf den Platz zu haben. Ja, ich bin leider gesperrt gewesen, ja. Und durch die Sperre habe ich halt eine längere Pause jetzt gehabt. Ich bin fit und will morgen der Mannschaft helfen, wie die ganze Saison. Und auch die gespielt haben, wir sind fit, wir sind gut zurück, gute Woche gehabt. Tipptopp, ja. Super, danke beiden. Bitte schön. Koulibaly und Gomez, wer? Koulibaly und Gomez. Ja, der Koulibaly hat sich erst im Abschlusstraining verletzt. Er sieht so noch zährig aus. Also er wird sehr nicht dabei sein, vielleicht lange für die Barra stehen. Und bei mir auch ist es so, dass er das Knie überstreckt hat. Dort laufen jetzt die genauen Untersuchungen an. Emre ist gemacht, jetzt muss er noch mit dem Doktor besprechen, mit dem Alex Gomm. Aber er wird, so wie es aussieht, fresh vor der Saison ausfallen. Wie schwierig ist der Grad zwischen, was du vorhin angesprochen hast, Zürich, vielleicht mit dieser Befreiung, die sie jetzt haben, ja auch in das Spiel zu gehen und selber zu wissen, okay, wenn wir gewinnen, ist es eh durch, dann passt es für Platz 9. Wie schwierig ist da, die richtige Mittelmischung zu finden? Ja, wir wissen ja genau um die Ausgangslage, wir wissen, wenn wir das Spiel gewinnen, dann kann sie ja machen, was sie wollen, dann sind sie abgestiegen. Es ist aber nicht so, irgendwie, dass du auf Unentschieden spielst und so weiter, sondern wir spielen so, wie wir es in den besten Spielen hoffentlich immer gemacht haben, dass man defensiv sehr gut schaut, dass man über die Umschaltsituation hinein weht. Es ändert eigentlich jetzt nichts, nur weil es das letzte Spiel ist und um alles geht, ändert eigentlich die Ausgangslage nichts. Also wir werden auftreten, hoffentlich wie zu den besten Spielen und da bin ich überzeugt, dass wir Zürich schlagen können. Über das Parallelspiel in Sio, dort der Burgi, Kontrolle führen, weil wir machen der Händler drin. Es könnte ja nicht unwichtig sein, dass man noch muss reagieren während dem Spiel. Ja, es wird ähnlich ablaufen wie jetzt im letzten Spiel gegen Servet, wo Niederburg gefragt hat, wie viel das startet. Und ja, mir ist aber am liebsten immer so gerne gefragt, wie wir führen. Das wäre mir eigentlich am liebsten, aber mit Burgi haben wir natürlich schon jemand, der aktuell immer auf dem richtigen Lauf ist. Und ihr Spieler, Dennis, wenn ihr überhaupt wissen, wie es dort steht, oder ist das für euch kein Thema? Konzentrieren wir euch auf das Spiel? Ja, nein, so gegen Servet hat es. Er hat den Spieler keine Informationen bekommen, was vom anderen Stadion passiert. Oder im anderen Stadion. Nein, wir haben einen klaren Plan. Wir wissen genau, was wir machen. Wir müssen das bestmöglich umsetzen, was der Trainer für uns verlangt. Und wenn es dann so wäre, kommen, dass wir etwas umstellen müssen, dann werden wir sicher informiert werden auf dem Feld. Und da muss sicher auch ein Plan B, wenn das eintreffen, dass wir da können oder probieren umsetzen. Wie ist es denn, wenn zum Beispiel, das wird ja eingeblendet wahrscheinlich auch im Stadion, die Ergebnisse. Gibt es ja immer irgendeine Reaktion, da sind ja zwar wenig Zuschauer, aber das bekommt man ja als Spieler dann auch mit. Ja. Oder kann man das wirklich komplett ausblenden dann?
Ja, wir müssen es. Wir können das, was im anderen Stadion passiert, nicht beeinflussen. Wir müssen das beeinflussen, was bei uns auf dem Platz passiert. Ich glaube nicht, dass das uns irgendwie aus der Ruhe bringen wird, auch wenn sie einblendet oder nicht einblendet. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt gesehen werden, wenn wir im Spiel sind. Ich glaube nicht, dass wir so viel Zeit haben und können die Tafel anschauen. Ich denke, wir sind fokussiert, wir machen da unseren Plan. Und eben, wenn es dann so ist und wenn es dann von draußen heisst, wir müssen jetzt umstellen oder offensiver spielen, dann werden wir auch probieren machen. Rein jetzt vom Gefühl, Mario, Basel würde ihn sie ja sehr gerne checken. Also die Chance, dass Basel den Tunnel gewinnt, siehst du als durchaus gegeben? So, ich sehe als gegeben, ja, aber ich funktioniere einfach anders. Ich möchte ja mit einem guten Gefühl in Paris. Mit einem guten Gefühl in Paris gehen wir, wenn wir in Zürich gewinnen. Und darum ist unser Anspruch, dass wir mal nicht hinfahren und dass wir alles dafür tun, zum Zürich schlagen. Vielleicht noch einmal kurz zu Zürich. Da steht, drei sind gesperrt. Hast du das Gefühl, dass er vielleicht sogar auch schon ein bisschen im Hinblick auf die neue Saison doch ein paar Junge laufen lassen, die wenig Spielpraxis haben, Superliga-Erfahrung haben, denen mal eine Chance gibt? Das weiß ich nicht. Das glaube ich aber eher nicht, weil die Kritik an ihm ist momentan so gross. Und es sind so viele Stimmen, wo man eigentlich seine Ablösung fordern, dass ich, wenn ich in einer Situation wäre, hätte ich natürlich die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Und darum denke ich, wird er auch ähnlich vorgehen.